Was hat der Teufel mit Saint-Germain, Merlin, Buddha oder Jesus zu tun? Was haben diese wundervollen, großartigen, lichten Wesen alles mit dem Teufel zu tun? Und warum du Samsara unbedingt kennen solltest? Dieses Wissen, diese Informationen bekommst du heute in meinem Video. Und ich sage dir, schnall dich gut an, denn es wird sehr heftig werden. Ja, und jetzt springen wir auch direkt in das Thema hinein. Und zwar beginne ich mit einer kleinen Anekdote, mit einer kleinen Geschichte, die ich euch jetzt gleich erzähle, das Gespräch zwischen Gott und dem Teufel. Gott sagt, ich glaube an die Menschen, sie sind gut und sie werden gut für sich und die Erde sorgen, sie werden sich lieben. Der Teufel sagt, nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Die Menschen sind schlecht und sie werden die Erde zerstören, ich bin ganz sicher. Und aus diesem Gespräch hat sich das Samsara ergeben. Das Samsara ist das Rad des Lebens und der Teufel hält dieses Rad des Lebens. Ich habe ein Bild für euch, das möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und zwar seht ihr hier oben in der Mitte den Kopf vom Teufel und rechts und links die Hände, wie er dieses Rad des Lebens hält. Das Rad des Lebens, das kommt aus dem Hinduismus und es spiegelt praktisch die Wiedergeburt, die vielen Inkarnationen an, die die Menschen durchmachen, um eben letztendlich dann mal aufsteigen zu können. Und der Teufel hält also dieses Rad und bleibt bei seiner Meinung, die Menschen sind schlecht. Du siehst in der Mitte vom Rad, also es gibt sehr viele Definitionen und Auslegungen von diesem Rad und ich stell euch heute einfach mal eine vor. Ihr könnt euch auch gerne später unter dem Video noch informieren. Da habe ich einen Link, da könnt ihr selber noch nachlesen. Bloß zum allgemeinen Verständnis, um was es denn da jetzt geht. Man sieht in der Mitte diesen grünen Kreis. Das ist der Hahn, die Schlange und das Schwein. Und die beißen sich gegenseitig in den Schwanz. Das heißt, es ist so ein Kreislauf zwischen dem Hahn, der Gier, die Schlange, dem Hass und dem Schwein, der Verblendung. Und das ist das, was die Menschen gefangen hält, laut Teufel. Dann gibt es außen herum in diesem mittleren grünen Kreis gibt es eine helle und eine dunkle Seite. Die helle Seite steht dafür, dass das Karma abgebaut wird und die dunkle dafür, dass das Karma sich aufbaut. Also auch ein Kampf zwischen Gut und Böse sozusagen. Und dann außen herum in dem größeren Kreis findet man die verschiedenen Stationen, die Wesen oder die man im Buddhismus durchgeht. Es gibt also die Titanen, die Tiere, die Höllenwesen, die Hungergeister, die Menschen und es gibt auch die Welt der Götter. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, denn das Thema ist eigentlich, es geht darum, wie wir es schaffen können, aus diesem Kreis der Inkarnationen auszubrechen, so wie Merlin, so wie Saint-Germain, Buddha und Jesus, sie alle haben es versucht. Sie alle wollten uns Menschen helfen, damit wir das Gute, uns dem Guten zuwenden und auch eine große Erlösung finden. Ich mache das Bild mal wieder weg. Das ist das Werk von diesen vier Wesen, natürlich andere Wesen auch, die ganzen aufgestiegenen Meister, wenn er anschaut, die haben alle mit dem Rad des Lebens ihre Erfahrungen gemacht und konnten es dann auch verlassen und müssen dann nicht mehr inkarnieren. Jetzt sagt ja Gott oder die lichten Wesen auch, das kann jeder Mensch. Wenn wir jetzt dazu die Geschichte mal von Saint-Germain anschauen, ich habe auch hier wieder ein Bild von Saint-Germain und ich liebe es. Ich zeige es euch gleich. Hier ist Saint-Germain und zwar steht er dafür da, er hat sich schulen lassen. Er hat ganz, ganz viel gelernt. Und auf diesem Bild, das ist der, man kann sagen, der junge Merlin, der junge Saint-Germain, er war da schon 150 Jahre alt, also er sieht immer noch jung aus. Er hat eine sehr große Entwicklung durchgemacht durch dieses Studium. Und
Er kann zum Beispiel sich teleportieren und er kann auch materialisieren. Das sind alles so die höchsten spirituellen Fähigkeiten, die man überhaupt haben kann. Und die hat er sich angeeignet. Und er war ja auch sehr, sehr bekannt, der Saint-Germain, in seinem Leben auf der Erde. Er hat zum Beispiel auch in der Französischen Revolution sehr viel gewirkt und war ein Vorbild in der Menschheitsgeschichte. Also er ist sehr bekannt und er hat es praktisch geschafft, aus diesem Kreislauf hinauszukommen und daraus wurde dann Merlin. Merlin ist ja auch, ich mach mal gerade wieder die Kamera an. So, Merlin ist ja auch ein Titel, den man bekommen kann. Ja, ich weiß nicht, ich denke, viele wissen das. Man bekommt den Titel Merlin übergeben, wenn man solche große Fähigkeiten hat, spirituelle Fähigkeiten hat, wenn man ein großer Magier zum Beispiel ist. Ich spreche hier von weiser Magie. Und Merlin selbst, also aus Saint-Germain, aus dieser Inkarnation wurde Merlin. Und Merlin ist auch nochmal inkarniert und hat auch sehr, sehr viel bewirkt. Und Merlin musste dann auch nicht mehr neu reinkarnieren, sozusagen. Er hat das Samsara durchbrochen. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die besagt eigentlich, jeder von uns kann das erreichen. Jeder von uns hat die Mittel, trägt die Mittel in sich. Es ist also alles da, so dass wir auch diesen Weg gehen können. Denn es gilt tatsächlich aus diesem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten, der Inkarnation auszubrechen. Und das erreichen wir, wenn wir in der fünften Dimension sind. Das ist ja unser Ziel und deswegen sind wir hier auf der Erde inkarniert. Wir möchten gerne die neue Erde erschaffen, das neue Zeitalter, das ist unsere Aufgabe. Und dafür müssen wir aber aus dem Samsara hinauskommen. Und es ist nicht einfach, weil der Teufel tut ja alles dafür. Der Teufel ist auch nur bildlich, sinnbildlich gemeint, einfach die negative Seite. Da wird alles dafür getan, dass wir gefangen bleiben in diesem Rad des Lebens und niemals hinauskommen. Das ist der Plan. Aber wir wissen und wir tun alles dafür, alles, was wir können, um eben in die höheren Dimensionen hineinzukommen. Und da dazu gehört eben, dass wir die ganzen Verblendungen, den ganzen Hass, die ganze Angst, den Hohn, die Gier, dass wir das alles, diese negativen Dinge loslassen, dass wir diese nicht mehr haben, diese Gefühle. Und deswegen sagt die geistige Welt so oft, ihr Lieben, versucht neutral zu sein. Versucht in die Neutralität zu gehen, denn das ist das, was euch stark macht. Sobald du neutral bist, wirst du nicht mehr negativ reagieren, wirst du keine Angst mehr haben, kaum noch Angst haben, je nachdem, wie weit du bist. Du wirst nicht mehr auch nicht mehr angreifbar sein, du wirst einfach vollkommen in deiner Mitte sein. Und das ist der Weg, den du gehen kannst, um aus dem innersten Kreis dieses Lebensrades hinauszukommen und dann die einzelnen Stationen durchzumachen. Also das wird so im Hinduismus erzählt und es gibt, habe euch schon gesagt, verschiedene Variationen und Deutungen. Deswegen können da verschiedene Meinungen auch auftauchen. Das ist aber nicht so wichtig für uns. Für uns ist es ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass wir alles in uns tragen, denn es wird an uns geglaubt. Die Engel sind bei uns, die liebevollen Wesen, sie sind alle da und sie unterstützen unser Wissen. Sie unterstützen das, was in uns liegt, damit wir aufsteigen können, damit wir die Erde sozusagen retten können. Und dafür sind sehr viele lichte Wesen ständig um uns herum und geben uns ihre Liebe, ihren Schutz, ihren Halt. Und der Saint-Germain und der Merlin, also diese beiden, das ist eins, ja. Der Saint-Germain, mit ihm begann es und dann wurde Merlin daraus. Und Merlin ist ja, war schon so lange mein persönlicher Meister und hat mir so viel beigebracht und gelehrt.
Ich bin ganz eng mit ihm verbunden und er sagt auch, jeder Mensch, der es möchte, darf mit ihm in Kontakt treten. Und auch Saint-Germain sagt es. Saint-Germain ist da für euch, um jeden, der es möchte, zu helfen und auch in den Dingen der Materialisation, wollte ich sagen, oder auch mit der Teleportation oder was ihr euch wünscht, dabei zu unterstützen. Und das sollten wir niemals, niemals aus den Augen verlieren, denn es ist doch schön zu wissen, dass noch lange nichts verloren ist und dass wir auch immer weiter das Licht auf der Erde vergrößern. Das ist so, das kann man auch nicht wegreden. Und deswegen stelle ich euch auch gleich eine tolle Botschaft von Saint-Germain zur Verfügung. Und zwar geht's da um den Stab der Weisheit von Saint-Germain. Und wir werden über diesen Stab der Weisheit eine Botschaft bekommen und mit diesem Stab der Weisheit wird sich wieder bei euch, bei jedem Einzelnen, der es möchte, ein neues Feld der Weisheit, des Wissens und der Kraft öffnen. Und dieses Feld wird uns vermehrt dann auch unterstützen, jetzt gut durch diese Zeit hindurchzukommen, ihr Lieben. Und ich freue mich schon so sehr auf diese Botschaft, denn Saint-Germain ist mir auch persönlich sehr nahe. Und das, was er sagt, ist wirklich auch immer sehr wichtig. Und es ist gut zu wissen, dass er uns zur Verfügung steht. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Botschaft von Saint-Germain. Schau auch mal unten unter das Video. Dort sind noch bestimmte Ausbildungen, die man machen kann, die ihr machen könnt, um euch einfach, ja, auch selbst nochmal die Möglichkeit zu geben, sich spirituell weiterzuentwickeln. Denn Saint-Germain sagt, das, was du bereits in dir trägst, das braucht manchmal nur einen kleinen Stupser oder eine Brücke, die du gehen kannst, um dich dann noch mehr zu entfalten. Und dieser Stupser oder diese Brücke, das ist ein Webinar, eine Ausbildung, die du tun solltest, sagte er. Denn danach ergeben sich Felder des Wissens, Felder für deine persönliche Entwicklung, die dir helfen, aus diesem Samsara hinauszukommen. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich habe hier ein ganz wichtiges 999er Spray. Mit diesem Aura Spray komme ich immer leichter in Kontakt mit den lichten Wesen und ich spüre es, es fängt schon an und ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Freude dabei. Mit großer Freude und Achtsamkeit begrüße ich jeden Einzelnen und gleichzeitig die Menschenfamilie. Es ist sehr schön, dass ich heute zu dir sprechen darf und so sende ich dir das Licht der Liebe. Viele von euch befinden sich auf dem Weg in das Erwachen und eure Auren strahlen mit dem hellen Licht eurer Seele, der tiefen Erkenntnis der Wahrheit. Ihr seid mutige und mächtige Wesen, die in ihrer Kraft voranschreiten, um die Welt zu verändern. Wie du weißt, war ich auch einmal auf der Erde inkarniert und bin den Weg durch das Samsara gegangen. Diese großen und tiefgehenden Erfahrungen möchte ich gerne energetisch heute mit dir teilen, denn sie haben mir den Weg aus dem Rad der Inkarnationen gezeigt. Die Menschen wissen, dass ich Saint-Germain
als eines der mächtigsten und einflussreichsten spirituellen Wesen der Welt bekannt bin. Ich war an einigen der bedeutendsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte beteiligt. Zum Beispiel war ich einer der Hauptakteure der Französischen Revolution und konnte viele Menschen mit meinen Taten inspirieren. Heute möchte ich dich energetisch zu dem Stab der Weisheit führen, welchen ich bei mir trage und welchen du selbst auch bei dir hast. Sobald dieser Stab wieder aktiviert ist, kannst du ihn nutzen. Denn du hast bereits in früheren Inkarnationen mit ihm gewirkt. Mit diesem Stab wirst du in der Lage sein, die geheime Pforte zu öffnen, welche euch und dir einen möglichen Weg der Erlösung und Erkenntnis zeigen wird. Nimm nun einen tiefen Atemzug und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Dann öffne dein Herz und spüre meine Nähe und meine Energie. Nimm dabei meinen Stab der Weisheit wahr, welchen ich jetzt in diesem Moment aktiviere und vor dir halte. Sieh nur, wie er zu leuchten beginnt. Lege nun deine Aufmerksamkeit auf deine Energie und fühle, wie sich in deiner Aura der Stab der Weisheit zeigt. Nimm ihn nun in deine Hände mit deiner Absicht und deinem Fokus. Vielleicht spürst du sogar ein leichtes Kribbeln. Alles ist gut, so wie du es jetzt wahrnimmst. Lass dir genügend Zeit dabei. Konzentriere dich jetzt auf den Stab und beobachte, ob er seine Ausstrahlung und Farbe verändert. Denn in diesem Moment werde ich ihn mit der Energie meines persönlichen Stabes verbinden. Beobachte, was geschieht und vertraue, dass alles, was geschieht, gut für dich ist, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Jetzt, wo du den Stab der Weisheit in deinen Händen hältst, und er neu aktiviert wurde, kannst du ihn benutzen, um die geheime Pforte zu öffnen. Es ist eine Pforte zu der Dimension der Weisheit und Erlösung, die du ab jetzt jederzeit betreten kannst. Ich zeige dir, wie es geht. Halte nun deinen Stab einfach vor dich und konzentriere dich auf seine Energie. Du wirst erkennen, wie die Energie des Stabes eine Schleuse öffnet, durch welche du
hindurchgehen kannst, wenn du es möchtest. Wenn du dies tust, wirst du dich an einem Ort von großer Schönheit und hellem Licht wiederfinden. Dies ist eine Dimension der fünften Ebene, in welcher du viele Antworten auf deine Fragen findest und lernst, dich selbst auf der Erde weiterzuentwickeln und aus dem Samsara hinauszukommen. Stelle nun deine Fragen und nimm dir genügend Zeit, die Bilder und Antworten zu empfangen. Wenn du möchtest, kannst du durch dieses geheime Tor auch andere Dimensionen besuchen. Der Stab der Weisheit ist ein mächtiges Werkzeug, das dir auf deinem spirituellen Weg helfen wird. Nutze ihn weise und zum Wohle aller. Und so danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und Liebe und werde mich nun wieder zurückziehen. Meine Aufgabe ist erfüllt und ich sende dir meine Liebe und mein Licht. Und verabschiede mich jetzt von dir. Und du selbst, du darfst nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in deine Dimension hineinkommen. Hände und Füße bewegen und deine Augen öffnen. Und wieder ganz hier sein. Ich danke dir, dass ich diese Botschaft dir heute überbringen durfte. Ich danke Saint-Germain für diese wundervollen Worte und wie er uns beigebracht hat, mit diesem Stab Hilfe zu bekommen für unseren spirituellen Weg. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Wir sehen uns zum nächsten Video. Hab eine schöne Zeit. Tschüss.